So, meine Freunde, The Legend of Zelda The Mini-Quest, ein nagelneuer Super Mario World ROM-Hack von Maxwell Hacks aus diesem Jahr, 2021. Wir haben es eben schon mal im Stream drei Levels lang, glaube ich, gezockt und dann hat meine Katze sich dazu entschieden, ich mach mal den Rechner aus und vernichte mal so die Aufnahme und den Stream stelle ich damit auch mal kalt. Ja. Vielen Dank, Nala, dafür. Guck mich. Ja. Na, komm mal her. Komm mal her, Nala. Dann zeigen wir dich YouTube auch nochmal. Komm hoch. So. Das ist die kleine Ratte, die dafür verantwortlich ist. Dass ich das. Ja, Meo. Die dafür verantwortlich ist. Dass ich es jetzt nochmal zocken muss und die ersten drei Levels nicht mehr. Na okay, zwei haben wir gezockt. Nicht mehr unbekannt sind. Ist so. Voll am Pöbeln hier, die Kleine. Ja. Aber die ersten zwei Levels waren cool. Seht ihr jetzt ja auch gleich. Bisschen mit Story. Ja, Stream ist wieder da. The stream is on. The stream is on. So. Link, please help me. I'm trapped in the castle of Gerudo Desert. Ganon sealed me. I can't escape from here. Help me, Link. Ja, ist ja gut, Zelda. Wir werden dich schon retten. Wir werden dich schon retten. Ah. Outset Island. Ja, ich werde jetzt die ersten beiden Levels. Naja, was heißt durchrushen, aber ist ja eh nicht so viel passiert bis jetzt. Wir können hier diese Tränke einsammeln, um ein großer Link zu werden. Haben hier auch nette Gegner in altbekannter Zelda-Form und eine Optik, die sehr an The Wind Waker erinnert. Da werden wir auch gleich noch zu einer Stelle kommen, die noch mehr an The Wind Waker erinnert. Und unser drittes Upgrade ist ein Flammendingsbums. Können wir eigentlich... Wow! LOL! Okay, wir können. Krass. Oh. Ja, es soll ein harter Adventure-Hack sein. Mit insgesamt 11 Exits. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich bin sehr gespannt. Moin! Ja, so ein bisschen. Also es ist tatsächlich ein Super Mario World ROM-Hack. Aber halt irgendwie schon auf Basis von The Wind Waker. Ziemlich cool, wie ich finde. Yay! Wie geht's dir? Hast du auch schon Wochenende? Ach ja, jetzt habe ich schon glatt vergessen, was jetzt kommt. So, hier noch ein bisschen mehr Wind Waker-Feeling. Und wie gesagt, ich finde das echt schön gemacht, auch mit diesem Parallax-Scrolling, dass da so... sieht halt echt cool aus. So. Mit den Möwen im Hintergrund. Ach, den nicht. Ja, sehr nice. Ich wollte eigentlich tatsächlich vom Stream auch noch was essen, aber... Oh, 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 oh. Aber das habe ich jetzt irgendwie...
auf nach dem Stream verschoben. Ja nicht abschießen. Ich weiß nicht, ob die mich treffen, wenn ich da auf dem Boot bin. So, und die kleine Bootsfahrt haben wir dann auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und das war schon die zweite Stage. Das Level haben wir auch schon hinter uns gebracht. Mit den Bömpchen. Ja, ich habe irgendwie um, weiß nicht, 15.30 Uhr oder so Feierabend gemacht und ich dachte mir, komm, erst was essen, fertig machen, duschen noch vorher und so, aber. Nein, komm. Direkt den Stream angehauen. Oh. Streamst du jetzt mittlerweile auch auf Twitch eigentlich? Oder noch nicht? Beziehungsweise hast du überhaupt Bock drauf? War ja jetzt nicht so smart. Ach, komm schon. Mann. Ja, cool. Ja, denn man soll ja immer das machen, worauf man Bock hat. Ich bin gerade tatsächlich in der Phase, ich habe super viel Bock auf Stream. Ich habe in letzter Zeit so viel gestreamt hier. Ja, und dadurch mache ich dann ja auch quasi meine Videos für YouTube. Ich mache jetzt nicht so, so schnittintensive Sachen oder so. Das sind ja auch alles nur so direkt Extraktionen aus dem Stream. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg schon mal für Montag. Geil. So, und hier sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, als Nala eben meinte, sie müsste den PC einmal ausschalten. Das heißt, ab hier weiß ich auch nicht, was los ist. Ist so. Richtig gut. Das finde ich halt das Geile, was es alles für Super Mario World Hacks gibt. Das ist der Wahnsinn. Dass wir hier schon gezockt haben.
Oh. Ach du Blödmann. Noch eine holen. Oh nein. So, Checkpoint erreicht. Sehr gut. Oh. Oh, okay, er kann uns nicht treffen. Oh, er kann uns doch treffen. Aber scheinbar nur mit dem Schwert. Easy. Oh, was haben wir jetzt? Ist auch wirklich so. Ich bin seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, seit wann, 2 Wochen oder so zocke ich die SMW-Hex. Und es ist einfach großartig. Also was du hier für Möglichkeiten hast. Okay, die Fee hätte ich gerne eingesammelt, aber... Ach, okay, krass. War denn hier noch sowas? Ich meine, ich war ja schon immer sehr... Okay. Ich war ja immer schon sehr retro-affin. Aber so in letzter Zeit... Ich habe gerade Mystic Quest Legend durchgezockt. Und aktuell spiele ich noch Lufia. So, ich mache immer so Rom-Hacks und parallel dann noch ein großes Spiel. Ich mache jetzt weniger AAA auf meinem Kanal. Einfach, weil ich da übelst Bock drauf habe, auf diese ganze Schiene. Ja, bisher kommt es auch eigentlich recht gut an, muss ich sagen. Also, die Leute haben Spaß, ich habe Spaß. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ja, ist wirklich so. Wenn du da nicht schon eine Base von, weiß ich nicht wie vielen, 100 bis 1000 Zuschauern hast, dann hast du da eigentlich keine Chance. Also als ich Assassin's Creed Valhalla am Release-Tag gezockt habe und so die ersten Wochen, kam das eigentlich auch sehr gut an. Aber danach ist es halt, du hast halt so viele Leute, die es zocken. Ich mache auch gerade die ganze Interaktion mit den Zuschauern, macht mir halt gerade Bock und dementsprechend... Ja, was ist das hier? Oh, okay. Okay, Ming, moin, was geht? Ich habe schon wieder vergessen, wann es losgeht bei dir. Der gute Rock Gaming macht heute nämlich einen 12-Stunden-Stream, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ach so. Ach so, okay. Krass. Oh, was ist das denn hier? Heieiei. Okay, ich weiß nicht, was ich machen muss. Wahrscheinlich um den Kopf springen, aber der hat da so ein komisches... Nee, da kann ich nicht drauf springen. Oh, was? Oh, nee, okay. Okay, cool. Morgen gegen 13 Uhr. Gerne mal vorbeischauen bei dem Guten. Da gibt es auch ordentlich Retro und ein bisschen FIFA und allerlei Krams. Oh nee, muss ich den jetzt auch nochmal machen? Immer gerne. Tschüss. Tschüss, Diggi. So. Aber ich weiß halt nicht, wie ich den... Oh ja, stimmt. So, okay, da komme ich damit nicht. Okay, auf jeden Fall brauchen wir uns um Leben keine Sorgen machen. Zufälligerweise gut. Oh Gott, irgendwas mit K, glaube ich. Verdammt. Crate? War das Crate? Ich meine, schön gemacht so. Man kriegt hier immer die Updates, die man braucht. Ja, danke schön und viel Spaß. Guten Appetit und vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis demnächst. Und viel Erfolg am Montag. So, jetzt ist die Frage, was muss ich hier machen? Versuchen wir einfach mal auf die... Okay, das klappt nicht. Was macht er denn? Macht er irgendwas Besonderes? Ah. Okay, verstanden. Okay, easy. Okay, auf jeden Fall jetzt nicht so schwer, der Boss. Aber ein geiles Design auf jeden Fall. Oh. Oh, oh.
Oh, nice. Boss defeated. Ah, geil, mit so einem coolen Endscreen. Das ist ja auch nice. Cool, das war unser erster Boss. Forest Haven. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht hier. Oh, sieht das auch wieder schick aus. Yay! Oh, Alter! Was ist das? Ist das so ein... Ah, okay. Auf jeden Fall finden wir mehr als genug... Oha! Genug Münzen für Leben! Okay, ein paar Vanilla-Gegner gibt es also auch, ja. Ah, okay, krass. Hä? Ach, hier geht's einfach weiter. Na gut. Und das Triforce. Ba 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 ba. Ba ba. So, hat einer mitgezählt? Welches Level ist es jetzt? Ja. Oh, jawohl. Oh, die kann ich aufheben, lol. Okay, es sind nicht alle Gegner neu, aber es macht nichts. Ich finde es trotzdem ein richtig cooler Hack. Auf jeden Fall scheint mir das so, als wären wir jetzt im Deku-Baum. What? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz mitgeschnitten. Ja, da werden Erinnerungen wach bei dem Sound auf jeden Fall. So, bei welchem waren das, wo wir runtergefallen sind? Beim dritten, ne? Oh, okay, können wir nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir können da drauf spinnen, aber offensichtlich nicht. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen anspruchsvoller. Ah, okay, das war dämlich. Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Sorry? Ach, Müll. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Oh. Thank you.
es ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvolleres Plattforming auf jeden Fall, aber es ist cool. Okay, ich weiß noch nicht, warum ich da eben durchgefallen bin, aber egal. Ist so gut, Freunde. Hm, eine Feder. Ach, wie cool ist das denn? Oh, wie gut, Freunde. Oh, nein. Na, klasse. Da bist du genau zum falschen Zeitpunkt. Okay. Hä? Ah, okay. Guter Save. So, wo muss ich denn hin? Muss ich wahrscheinlich rechts rüber, ne? Ja. Ganz hin. Anscheinend, oh nein! Ach, Müll. Ich hoffe, da war ein Checkpoint irgendwo. Vermutlich nicht. Nein. Also haben wir noch mehr von der schönen Musik. Progress. Ach, Müll. So, hier. Oh nein, 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 nein. Oh, nicht schon wieder. Oh, gut. Guter Safe, aber wie komme ich jetzt an die... Nein! Alter, ernsthaft? Oh, Gott sei Dank. Entschuldige mich einmal kurz. Meine Katze liegt wieder auf dem Rechner und ich muss einmal den Ausknopf sichern. Cool. Das war das Level. So, oh Gott, der Wassertempel. Tja, Freunde, bevor wir in den Wassertempel gehen, mache ich einmal kurz eine Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da, ich beeile mich. Ganz versprochen, lauft nicht weg. Jo. Weiter geht's im Wassertempel. Ja, cool. Freut mich, dass du da bist, auf jeden Fall. Ach, okay, die kann ich aufheben. Oh, die Mucke. Oh, es ist gut. Okay, muss ich hoch? Wahrscheinlich. Okay. Also wie die Yoshi-Coins im Original. Wahrscheinlich passiert irgendwas, wenn ich 5 einsammle. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ich muss 5 einsammeln. Aber wo sind die? Hä?
Okay, der Wassertempel war im Original auch die Pest, also von daher. Ach, warte mal. Ah, okay. Obligatorischer Wasserlevel, man kennt es. Da haben wir nochmal zwei. Fünf Stück brauchten wir, glaube ich, waren das, ne? Ja. Ich denke fünf. Du hast uns übrigens, also ab und zu, der auch im Chat gerade ist, ich hoffe zumindest. Wie kommt der keine Werbung, wenn ich das nochmal anschaue? Erschrocken. Ja, natürlich. Du immer ohne Adblocker. War tatsächlich ein bisschen krass. Ja, manchmal ist es, ich glaube, das ist, wenn YouTube das random schaltet. Also wenn du das nicht angibst. Wo es ist, dann kommt tatsächlich relativ viel Werbung. Ich habe das teilweise auch, wenn ich Videos von den Beans gucke oder so. Frische Videos. Eben. Da ist dann auch sehr, sehr viel Werbung. Ja, du und deine Videos, ihr habt ab und zu und mir. War das Silvester, wo wir da die ganzen Folgen durchgesuchtet haben? Ich weiß noch, ein Tag war er hier bei mir zu Gast und ach, alles gut. Und ich glaube, wir haben rückwärts geguckt und irgendwie von Folge, weiß ich nicht, bis Folge 50 zurückgeguckt. Also ich glaube, du weißt ja am besten, was zu dem Zeitpunkt aktuell war. Also wir haben richtig hart reingesuchtet. Ich glaube, das war sogar mehr. Auf jeden Fall konnten wir mal schön sehen, wie viel Mokka-Tunnel beim Milchbaum spendet. Ja, guck. Also Leute, die das auf YouTube sehen, Twitch Clips Germany, unbedingt mal ein Abo dalassen. Absoluter Ehrenkanal. Oh nein. Gerade wo ich das. Habe ich schon fünf? Nee. Ja. Das ist aber auch zu wild. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Hä? Wo ist denn die letzte Münze? Aber so, irgendwo. Ach, dumm. Dummer Gast ist dumm. Ja, Mokka-Tunnel heißt der gute Herr. Also, ich vermute, dass es ein Herr sein wird. Muss mal gucken, das ist witzig. Wenn man sich deine Videos rückwärts anguckt, da merkt man, wie dumm man beim Zocken ist. Uns ist es irgendwann aufgefallen, da haben wir dann nur irgendwie Top-Donator vom Monat gesehen, Mokka-Tunnel irgendwie mit 2000 Euro oder so. Und wir haben ja die Videos rückwärts geguckt und dann konnte man dementsprechend sehen, so im nächsten Video waren es dann irgendwie 1100 oder so. Und das wurde zum Monatsanfang, wurde es halt immer weniger. Und nächsten Monat war der wieder bei 2500 oder so. War das so krass sogar? Ja, das war richtig wild. Immer noch eine Münze wahrscheinlich finden. Ja, ich meine, wer solche Fans hat? Das hast du jetzt gesagt. Ja, es ist aber auch schon. Das ist schon maximale Gönnung, ey. Das ist richtig wild. Ey, das verdiene ich im Monat. Was ist denn hier der letzte? Was ist denn die letzte Münze?
Ist auch schön, wie unzusammenhängend ich gerade rede. Herrlich. So. Die letzte Münze, verdammt. Ja, das ist auch... Ich meine, ich muss auch ehrlich gestehen, ich feiere sie auch. Also, es ist halt immer... Ich glaube, man kann es mögen oder man kann es hassen, aber das ist halt immer so schöne Unterhaltung. So, ich lasse das immer super gerne nebenbei laufen, wenn ich irgendwie meine Videos für YouTube fertig mache und hochlade oder so. Immer schön seichte Unterhaltung. Ja, und ihr Pupskuss, der ist ja mittlerweile richtig viral gegangen. Also die macht ja... Das kennt ja wirklich jeder. Ist schon krass auf jeden Fall, was sie aufgebaut hat. Respekt dafür. Also... So, wo ist denn jetzt zum Teufel nochmal der letzte hier? Auf jeden Fall. Und was ich hart feiere, ist, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber sie hat eine Zeit lang, ja, es ist so, sie hat eine Zeit lang immer, wenn jemand reingesubbt hat, dann hat sie auf dem Didgeridoo geblasen und den Namen halt vorgelesen. Und, ja, Didgeridoo für mich als Halbaustralier ist das natürlich nochmal doppelt gut. So, aber ich würde jetzt schon gerne mal die Münze finden, ne? Ich glaube, das versteht niemand, was da passiert. Ich mache aber auch jedes Mal bei der Grußkartenverlosung mit, weil ich dem guten ab und zu gerne mal so eine Grußkarte schicken möchte. Ist so, ohne Scheiß. Ich glaube, 9:30 ist es immer. Und ich bin da... Also wenn ich dran denke, bin ich da immer um 9:30... Wenn ich dran denke, bin ich um 9:30 da immer am Start und... mach den Ausrufezeichen Karte oder was das da mal ist. So, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wo ist denn jetzt hier... War ich hier schon? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Hier war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ach, dumm. Ah, guck, die letzte. Oh Gott, Link ist ja auch oben ohne, sehe ich gerade. Nicht, dass ich hier gleich ein... wegen Nippel oder so. Man sieht ja nichts, Gott sei Dank. Oder sind das seine... Nee, sind nur seine Arme. So. Ah. Boah, was? Okay. Ach Gott, okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, stimmt. Oh nein, muss ich jetzt... Aber nee, ich habe doch jetzt die Dinger gesammelt. Jetzt brauche ich doch nicht nochmal, oder? Ah, sehr gut. Kann direkt zum Bossi-Boss-Fight. Frage ist ja... Hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilfe! Ah, okay. Krass. Ja.
Rauschen in den Videos, das werden dann jedes Mal automatisch auf 360p geschaltet. Nö. Also ich habe überhaupt weder mit Rauschen noch sonst wie habe ich. Also ich habe bei dir überhaupt keine Probleme. Oh Gott. Oh, nein! Toll. Alter, was? Wie gut das gemacht ist, Freunde. Gerne. Nö, also wie gesagt, überhaupt keine Probleme. Aber das klingt ja, wenn er sagt, das wird dann automatisch auf 360p geschaltet, dann würde ich ja mal. Ach Gott. Dann würde ich ja mal fast den Fehler bei seinem Setup irgendwie vermuten. Oh Gott. Ja, muss ich auch sagen. Also, er ist noch meilenweit davon entfernt, schwer zu sein. Oh Gott. Was passiert hier? Aber bockt auf jeden Fall. Oh, jetzt das Ganze nochmal hier in Wasser. Nice. Okay, da kriege ich unten längs. Aber es ist halt geil gemacht. Ich finde es nach wie vor, also ich habe jetzt mittlerweile schon einige Hacks gespielt, aber ich finde es immer wieder cool, was die Leute aus Super Mario World rausholen. Also das ist... soll schwerer sein als normal? Ja, und ja, ich spiele auf dem Emulator, genau. Es gibt halt eine riesengroße Super Mario World ROM-Hack Community. Ich weiß nicht, Denson kennst du ja bestimmt auch so, von dem habe ich das so ein bisschen. Und mein Ziel ist es, irgendwann mal so die Kaizo-Dinger zu spielen. Also das ist jetzt ein Adventure-Hack. Ja, wurde als Hard, also als zweit-, drittschwerste Stufe eigentlich genommen. Aber so schwer finde ich den jetzt ehrlich gesagt nicht. Eben, das finde ich mich auch. Also ich bin sowieso immer ein Fan davon, wenn die Hacks irgendwie mit eigener Musik sind und so. Wobei, wenn das Plattforming passt, dann sind auch andere Hacks geil. Aber... ja. Das ist tatsächlich mein Langzeitziel. Ich habe schon mal Baby Kaizo World angefangen. Da habe ich schon die ersten 5 Exits. Also spiele ich immer mal so offscreen so ein bisschen. Weil so eine... pure Death Compilation ist ja auch nicht so geil im Stream. Oh, Alter, was? Oh, Alter, was? 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 Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich die aufheben? Nee, kann ich nicht. Oh, Alter. Nee, wo jetzt? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier einfach wieder hoch. Okay, sehr gut. So. Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Er macht seine Schnauze auf und schießt so einen Strahl. Dann muss ich hier durch. Das
ist einfach nur ein Escape-Level. Ach ja, dumm. Originale Nichtskönner! Ja, vielen Dank. Dann kaufen wir noch schön ein vom Wochenende. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Und vor allen Dingen vielen Dank für dein Follow. Mensch, jetzt wo du da bist, kann ich dir auch noch persönlich danken. Ist das jetzt hier richtig oder ist hier irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ach, Müll. Können wir denn irgendwie... Kann ich ihn denn irgendwie... Was muss ich da wohl machen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich kann ihn ja auch nicht treffen. Also, anscheinend kann ich ihn nicht treffen. Ach, Mann. Ich hätte nämlich gedacht, man kann diese Augensteine da irgendwie aufheben, aber... Also Chat, wenn ihr Ideen habt, immer raus damit. Der Bildschirmrand ist auch nichts. Ich hätte gedacht, vielleicht einfach zum rechten Bildschirmrand.
weiß halt auch nicht, ob sich hier irgendwas verändert gerade. Irgendwie nicht so wirklich. Ach, Müll! Weißt du, was ich jetzt einmal machen werde? Ich werde einmal kurz was schauen. Da kam nämlich eine, sag mal schnell, eine README-Datei mit dem Hack. Die werde ich mir mal einmal kurz anschauen. Vielleicht steht da irgendwas drin, was man unbedingt wissen muss. Nee, steht leider nichts. Ha. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Sehr mysteriös. Also wie gesagt, wenn es einer weiß, gerne in den Chat schreiben. Denn ich bin gerade, ehrlich gesagt, überfragt. Mehr als abhauen kann ich da tatsächlich nicht machen. So. Weil hier er hat ja auch offensichtlich keine Hitbox. Also zumindest zeigt nichts einen Hit an. Doch sein Arm hat er irgendwie eine Hitbox, ne? Ich weiß es nicht. Ach nee. Vielleicht muss ich in seine Schnauze schwimmen? Offensichtlich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll, also schwimme ich hier einfach doof rum. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwie... Oha. Frame Drops des Todes. Oh.
Ich hätte ja irgendwie gedacht, dass wir irgendwas mit den Dings, die es da machen können, aber offensichtlich ja auch nicht. Oder hat mich vorhin einfach irgendwas anderes getroffen und nicht... Nee, nicht, dass ich wüsste... Och, dort, dämlich. Och Gott, ist das dumm. Mich hat vorhin halt einfach sein Tentakelschnäuzelchen da getroffen. Oh, als ich... Ja, ich habe im ersten Try habe ich versucht, diese runden Dinger aufzuheben. Und da hat mich sein Tentakelviech erwischt. Deswegen habe ich angenommen, dass das nicht geht. Och. Okay. Ja, jetzt ist er free. Jetzt ist der Boy free. Aber ich... Ach so, okay. Okay, vielleicht doch noch nicht ganz so free, aber ich muss auf den Dingern landen. Ach, komm schon. Aber ich kann ihn nur treffen, wenn er das Maul offen ist, okay? Oh nein! Kitzel! Okay, easy, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ah gut, das ist wie bei Zelda. Man muss auch erstmal die Taktik rausfinden, wie der Gegner geht, wie der Endboss geht. Ach, es geht doch drauf, wenn er zu ist. Okay, cool. Das macht es ja nochmal umso einfacher. Yes! Boss defeated! Woo. So, Great Sea Infested. Oh, mal wieder ein normales Jump-Run-Level. Juhu!
Oh, okay. Ein Bootslevel. Ja, die sind immer so ein bisschen tricky, weil man mit dem Boot quasi mitlaufen muss. Ach Gott, komm schon. Oh nein. Oh nein! Oh, was? Oh, wie mies. Yay! So, okay, aber wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Die haben Gott sei Dank eine sehr gnädige Hitbox, die kleinen feuerballschießenden Viecher. Oh nein. Ach komm schon. Was machst du, Lump? Oh, Alter. Oh, nein, 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 nein. Ach, komm schon. Oh, es ist mies. Yay. Aber Progress. Jedes Mal ein Stückchen weiter. Ach, Mist. Oh, oh. Ach, komm schon. Oh, was ist das? Ah, nein! Oh. Yes! Nearly first tried. Aber geil gemacht, kann ich nicht anders sagen. Also ist schon cool. Ja.
Continue and save, ja natürlich. Oh, Gerudo Desert, da sind wir doch schon jetzt Richtung... Oh, wie cool! Oh, wie geil ist das denn gemacht? Oh, okay. Muss man aufpassen auf jeden Fall. Und die Mucke. Oh, wie geil, Freunde. Ey, das ist ohne Scheiß. Okay. Können wir... Achso, wir können auch noch... richtig schnell laufen, okay. Oh, au, 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 okay. Aber Mechanik verstanden. Geil gemacht, also kann ich anders sagen. Jein, langsam ja. Und wenn du nach vorne drückst, wird es halt schneller. Also so ist normales Tempo. Dann kann ich nach hinten drücken, dann wird es langsamer. Und nach vorne wird es schneller und halt mit Y Standard. Dann, oh Gott. Dann wird es, werde ich generell schneller. Okay, das wäre jetzt doof, weil ich da nichts mehr hatte. Jawoll. Geil. Richtig cool gemacht, oder? Ist es ein geiler Hack oder ist es ein geiler Hack? Also der macht richtig Laune. Ohne Witz. Ich bin ehrlich begeistert. So, Wüstentempel. Ah, habe ich mir doch fast gedacht, dass es hier irgendwas gibt. Ach Gott, komm schon. Also hier gilt es jetzt auch wieder die 5 Münzen zu finden, wahrscheinlich, ohne dass ich es weiß, aber... Oh. Oh, Alter. Die Hitbox ist mit uns. Oh. Oh, nein, da ist die Hitbox nicht mit uns. Oh nein! Aua! Lass mich durch! Erstmal unten gucken. Wenn wir schon mal da unten sind, erstmal hier unten alles abgrasen und dann kann es weitergehen. Oh! Geil gemacht, ey. Hey.
drüben noch was? Ne. Vermutlich nicht. So, vier haben wir. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Geht's hier unten noch weiter? Achso, hier waren wir schon. Na ja, genau, hier waren wir schon. Oh Mann, ich hab doch... Nee, ich glaube nicht, dass es hier weitergeht, wenn ich ehrlich bin. War da oben die Münze? Mist. Mist, Mist, Mist. Ärgerlich. Aber ich glaube, das ist das letzte Level, oder? So, wir haben die vier weiterhin. Kann ich, gibt's hier unten was? Ja. Oh, oh. Ach, guck mal, hier sind wir eben gar nicht lang gegangen. Ach, jetzt haben wir den Schalter nicht gedrückt, okay. Oh Gott, wo war der denn? Das heißt, wir müssen dann aber doch wieder zurück. Der Schalter war ja hier hinten irgendwo. Hier auf jeden Fall runter. Ach nee. Da war der irgendwo oben, ne? War der hier? Nope. Achso, hier geht's nachher wahrscheinlich zurück wieder. Ach, hier war der Schalter, genau. Got it. So. Tschüss. Na. Oh. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Einsammeln. Oha. Oh nein, 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 nein. Oh Gott.
Ach ja. Okay, jetzt zieht es doch ein bisschen, also zumindest was das Plattforming angeht, ein bisschen an. Aber da wir hier unten immer ein extra Leben haben, ist es gar nicht so wild. Jetzt müsste ich mir halt nur merken können, wo der Schalter war. Oh Mann, wie soll ich denn da eigentlich durchkommen? Ach. Tischkopf. Gerste, du doof. Eben so ein Item da. Oh Gott. Nice. Und Checkpoint. Oh, 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 oh. Huh. Irgendwas hier mit den Dingern auf jeden Fall. Ah. Ja, cool gemacht, der Bossfight. Bisschen simpel, aber halt komplett anders. Es ist halt nichts, was es so irgendwie in Super Mario World gibt. Nice. Denn, Alter? Oh, okay. Oh nein. Oh, was? Alter, wo sind wir hier? Ah, jetzt wird das schon anspruchsvoller hier, Freunde. Oh, Müll. Ich dachte, ich kann diese Eimer auf den spinnen. Ach. Ha, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wir haben ja Checkpoint erreicht, von daher easy. Müssen wir jetzt jedes Mal den Boss nochmal machen? Ja. Thank you.
Ja, guck mal, der ist easy. Der ist für die Free. Jetzt können wir uns hier auf... Oh. Können wir die denn... Nee. Ach, komm schon. Katze? Oh, okay. Easy. Oh, was denn jetzt? Was muss ich denn jetzt hier machen? Alter, lol. Sind das Treffer oder sind das keine Treffer? Ich weiß nicht, ob das Treffer... Wie geil sieht das denn bitte aus, ey? Ganz im Ernst. Okay, das ist natürlich doof, dass wir jetzt hier jedes Mal das machen müssen. Da fehlt ein Checkpoint. Meinst du eben den Langhans-Hannes oder den Lang-Dingsi, Langbein-Hannes oder den hier, den ich da gerade gefightet habe? Aber nichtsdestotrotz, ich habe keinen Plan. Ja, ich habe keine Ahnung. Ach, Müll. Mann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, ob die Dinger getroffen haben, die ich da eben, also die Schüsse, die ich eben abgefeuert habe. Ist ein bisschen ärgerlich, dass man den Zwischenboss jedes Mal mitmachen muss. Ach, komm schon. Ernsthaft? Ah gut, das ist ja nicht so viel. Oh, Müll. Ach. Das müssen doch rein theoretisch Treffer gewesen sein, oder nicht? Also es hörte sich zumindest irgendwie nach so einem gewissen Trefferfeedback an.
Yay! Katze, lass mich jetzt mal... Nala, du stehst direkt vorm Fernseher. Monitor, whatever. Oh, Katze. Ach, komm schon. So. Ach, Müll. Och, sag mal. Keine Treffer, oder? Ach, Müll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es leider wirklich nicht, was ich hier machen soll. Es ist echt schade gerade. Ach Müll, jetzt bin ich hier schon klein wieder. So. Okay, hier Speedrun Strats. Mann, oh Gott, ernsthaft? So, ich habe keine Ahnung, ernsthaft nicht. Okay, da ist Hitbox. Was? Stimmt. Das wird tatsächlich perfekt passen. Oh, ich will wissen, wie ich hier weiterkomme. Oh Gott, ernsthaft? Chat, helft mir. Was muss ich bei dem Boss machen?
Nein, oh, dumm. Dummer Gast ist dumm. Aber ich glaube, ihr habt ja gesehen, ich kann das Level bis hierhin. Ich werde vor dem Boss mal einen Safe State machen. Ach Gott, wenn ich denn groß wäre. Also ganz groß. Jetzt kann ich ja sprechen, ne? Hey, komm, warte. Mann! Alter! So. Habe ich mich tatsächlich auch gerade gefragt. Anscheinend nicht. Ich hab's gesehen, dass du es gepostet hast, aber offensichtlich geht es nicht, weil das. Ja, weil ist so. Ich hab keine Ahnung. So, ich werde auf jeden Fall gleich vor dem zweiten Boss ein Safe State machen, Freunde. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dass ich das bis dahin hinbekomme, das seht ihr ja. Ah, okay. Wieder was gelernt. Yay. Ach, komm schon. Na gut, eine krieg ich ja noch. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! On! Ey, ernsthaft? Freunde, ich bin noch einmal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Dummkopf, hab halt einfach die Aufnahme nicht weiterlaufen lassen. Okay, Freunde. Ja, da muss ich mir ja irgendwas einfallen lassen. Wenn ich jetzt gut im Videoschnitt wäre, hätte ich gesagt, ich ziehe mir das Video runter von Twitch und mach dann. Naja. So, egal, Konzentration. Killt uns der Bildschirm? Nee. Boah, was? Was? Digga! Wie, was, wo, warum? Aha. Das haben wir ja letztes Mal gelernt, als wir gegen ihn gekämpft haben. Nur sein Schwert macht Damage. Ersten Bildschirm geschafft. Oh, Alter. Oh, Checkpoint. An denkbar ungünstiger Stelle. Aber okay. Ich sehe nichts. Ah. Oh, Ganondorf. Ah, ja, ja. Ah, hier, die Silver Arrows. Boah, was? Digga, ernsthaft? Boah, was? Hab ich mich gerade erschrocken. Heieieiei.
Ja. Oder ich schneide einfach den Part rein. Ach, Müll. So, war das jetzt... Ach, Müll. Och. Wenn das Trefferfeedback wenigstens ein bisschen besser wäre. Ei. Aber ich glaube, hier machen wir auch wieder gleich das Gleiche. Ich mache einmal einen Save State vor dem Boss und dann sparen wir uns den kleinen Weg hier jedes Mal. Ich glaube, das sehen meine Zuschauer mir nach. Sind das Treffer oder sind das keine Treffer? Das war auf jeden Fall ein Treffer. Ach komm. So, also auf jeden Fall ist der... Ach Mann! Zu greedy. Jetzt kommt wieder sein Feueratem. Dann kommt wieder sein Schlag. Yes, sir! Er ist eigentlich nicht... Also, gesetzt den Fall, ich treffe. Ich weiß es ja nicht. Ach, bitte. Aber müsst ja. Oder muss ich die zu Zelda hochwerfen oben? Nee, das wäre dumm. Ich glaube schon, dass das Treffer sind, aber ich weiß halt nicht, wie viele der einsteckt, der gute Ganondorf. Ach, Mann! Echt. Das war ein Treffer. Ah! Oha, episch! Wir haben Ganondorf besiegt! Zwei Treffer nur? Krass! Oh, Endsequenz! Ich bedanke mich. Es ist mir eine Ehre.
Created by Maxwell Hex. Ja, cool. Paper Wario. Geil. Ganz ehrlich, geiler Hack gewesen. Kann ich nicht anders sagen. Also, hat mir echt gut gefallen. Musik natürlich, also wer liebt Zelda-Musik nicht? Sehr kreativ auf jeden Fall. Geiles Boss-Design auch, auch wenn man erstmal ein bisschen rausfinden muss, was die Bosse denn nun wirklich oder wie du die besiegst. Aber das ist ja so ein bisschen Zelda-typisch auch. Ja, wir haben jetzt irgendwie ja, mit der fehlenden Szene knapp 2 Stunden auf der Uhr. Das wird wohl dann mein nächstes Video, wo ich mal so ein bisschen das Schneiden üben werde. Also wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht, dann habe ich meine Schnittmeisterkenntnisse schon ein bisschen erweitert. Ja, ich lasse euch jetzt noch mal kurz mit dem Abspann ein wenig alleine. Und war ein cooles Spiel, kann ich nicht anders sagen. Ja, vielen Dank Chat, dass ihr dabei wart. Thank you for watching. Cooler Hack. Hat mir echt gefallen. The Legend of Zelda The Mini Quest. Cool. The End. Ach, schön mit der kleinen Umi. Jetzt habe ich wieder Bock, Wind Waker zu zocken, ne? Ja. Also, liebe Zuschauer auf YouTube, wenn ihr das hier seht, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Abo. Kommentar. Alles. Ihr kennt die ganze Palette.